Moin und herzlich willkommen in meiner Großbaustelle. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist. Großbaustelle im Nebel. Kevin rennt irgendwo rum und füllt, glaube ich, noch Baumstämme. Und das ist die Großbaustelle, um die es hier geht. Ich erkläre dir heute in diesem Video erstmal einiges zum Spot, ein paar Sachen zur Architektur. Aber fange ich mal am besten mit dem Spot an. Und zwar bin ich hier ziemlich zentral im Geschehen. Hier geht es natürlich jetzt nur ums reine Bauen. Das heißt, ich spiele im individuellen Modus. Gegner sind ausgeschaltet, Jahreszeit und Tageszeit ist auf lang eingestellt. Aber generell finde ich diesen Spot ziemlich genial. Du hast nur ein kleines Problem, wenn du hier im wirklichen Game bauen würdest, hast du in unmittelbarer Nähe hier das Kannibalenlager. Aber das kann ja auch Vorteile haben. Heute ist der 10.3. Gestern gab es am 9.3. den ersten größeren Patch. Jetzt kannst du ja zum Beispiel in die defensive Palisadenwand auch ein Tor einbauen. Das heißt natürlich, du kannst das Ganze relativ gut schützen mit einer Palisadenwand. Hier kommen die auch gar nicht so schnell rein, die Gegner, weil du hier natürlich auf Felsen baust. Und außerdem habe ich eben unten auf dem Wasser gebaut. Deswegen hatte ich auch als Start hier die den Winter ausgewählt. Ich gehe mal eben runter, damit ich eben hier unten bauen konnte auf Eis. Das Ganze bleibt ja stehen. Ich hoffe, dass es jetzt nach dem gestrigen Patch auch noch der Fall ist. Aber das ist nicht alles mit der Gegend, denn hier hast du auch einen wirklich genialen Wasserfall. Ziemlich laut. Hier diverse Särge mit noch mehr Loot. Und da unten, du kannst auch hierher laufen. Kelvin, alles klar? Okay, hat nichts mehr zu tun, alles klar. Und hier unten da, ich weiß nicht, ob man jetzt durch den Nebel so gut sehen kann, ist auch nochmal ein kleines Lager. Es gibt ja jetzt neu auch ein Fernglas im Spiel, können wir direkt mal testen. Wo ist es? Da. Da unten hast du auch nochmal ein Lager mit Loot. Also es ist schon eine ganz gute Gegend hier. Das ist aber immer noch nicht alles. Geh mal einmal zurück, damit es wieder ein bisschen leiser wird. Denn, nochmal die Map eben aufrufen, du hast auch hier jetzt quasi im oberen Bereich siehst du diesen schmalen grünen Streifen. Das ist eine Landebahn und da hast du Loot ohne Ende. Das heißt, das ist ein sehr, sehr guter Spot. Du kannst, hier hast du die Aussicht aufs Gebirge. Und hier hast du die Aussicht auf den Wasserfall und auch aufs Meer. Ich baue übrigens schon eine ganze Zeit. Wir haben etwas weiter weg die Bäume gefällt. Ich werde aber hier die ganzen Bäume auch noch fällen. Ich hatte den Kelvin entsprechend den Auftrag gegeben, weiter weg alles leer zu räumen. Du kannst ihm ja sagen, er soll 5 Meter, 10 Meter oder 20 Meter leer räumen. Naja, und das ist bis jetzt dabei rumgekommen. Ich wollte halt eine Seevilla bauen. Das Konzept hier sollte sein, dass das Ganze im See mit einem eigenen Pool abschließt. Den habe ich so gelöst. Mal schauen, wie das hinterher ist, wenn es Sommer ist und das Eis geschmolzen ist, ob ich hier drunter hertauchen kann. Wahrscheinlich schon. Dann habe ich hier nochmal einen Außenbereich gemacht, eine kleine Terrasse. Zwei kleine Rampen hier an beiden Seiten, um reinzukommen. Und dann hatte ich eben die Konstruktion mir so ausgedacht, dass ich direkt auf dem Eis baue. Das ist immer ein 6x8 Grundriss. Also 6 Flächen breit und 8 Flächen tief. 6x8. Kannst du hinten noch reingehen. Ich habe hier noch alles komplett abgestützt. Das ist eigentlich so meine Grundkonstruktion am Anfang. Natürlich ist das nicht nötig, das zeige ich dir gleich auch. Aber das ist erstmal so die Grundkonstruktion. Und ich mache erstmal immer alle Wände zu. Ich möchte mir auch vorbehalten, das wird halt eine längere Serie hier mit dem Bau, was man alles noch machen kann im Verlauf der nächsten Patches. Deswegen geht es erstmal um die Grundkonstruktion. Hier überlege ich, ob ich von oben, ganz von oben, ein Dach runterziehe. Also so eine riesige Dachschräge hier einbaue. Muss ich mal schauen, ob ich das hinbekomme, ob das funktioniert. Aber das ist erstmal die Grundidee. Hier unten auch viel Platz. Dann kannst du zwei Treppen hochgehen. Hier ist die nächste Geschichte. Auch so eine kleine Galerie.
Die ist drei Felder breit, drei Grundrisse breit, mit zwei Treppen. Und hier hinter ist auch noch ein bisschen Platz. Die müsste ich eigentlich... Nee, die kann ich nicht wegnehmen. Achso, die kann ich nicht wegnehmen wegen denen hier. Obwohl ich die schrägen eigentlich... Ja, doch. Ich kann sie wegnehmen. Okay. Und die, theoretisch müsste ich die eigentlich auch wegnehmen können. Nee. Nee, nicht die Stufe. Naja, das ist halt immer noch... So ganz präzise ist das Ganze noch nicht. Okay, aber ich brauche hier die Schrägen nicht. Die kann ich direkt mit nach oben nehmen. Hier habe ich auch zwei Schrägen gebaut. Das ist so eigentlich nicht mehr nötig. Zeige ich dir gleich oben. Hier hinter sind im Prinzip, kann man hier durch die Ritze sehen, direkt die Felsen. Ich habe also sehr nah am Felsen gebaut. Und was auch noch wichtig ist, damit das alles in einer Flucht ist und alles zueinander passt, habe ich hier unten angefangen. Also ich habe hier unten angefangen mit dem... Mit dem Grundriss und bin dann hier außen nach oben gegangen. Ne? Das sind 1, 2, 3 Stufen nach oben und dann konnte ich oben weiterbauen. Das sieht natürlich jetzt auch relativ unschön aus, dass eine so eine riesen Blockhauswand ist. Aber da kommen ja später noch Fenster rein und so weiter. Kelvin. Kelvin in Lederjacke. Ich bin hier voll ausgerüstet. Das heißt auch, habe auch ein volles Inventar. Bin im Prinzip einmal mit dem Spiel durch. An dieser Stelle und konzentriere mich jetzt hier rein aufs Bauen. So, hier habe ich eine Seitentreppe gebaut, diese Geschichte. Das ist auch etwas komplizierter, denn die Treppe hier, die schräge, kannst du ja nicht mehr bauen, wenn du hier schon eine Wand hast. Das heißt, es muss erst alles offen sein, dann baust du die Treppe mit den beiden schrägen Pfosten und dann hinterher kannst du die Wand reinsetzen. Das Ganze hier auch. Hier so ein kleiner Balkon. Da unten dann auch eine Galerie, die nach unten schaut. Das hier soll kein Dach werden. Das habe ich erstmal nur so als grobe Idee gebaut. Unten wieder die Stützen. Die haben bei mir jetzt nicht unbedingt immer die totale Funktionalität. Ich denke, dass ich da die beiden Stützen in der Mitte auch wieder, die schrägen Stützen auch wieder rausnehmen könnte. Sondern es sieht einfach ganz gut aus. Deswegen habe ich es gelassen. So, und hier haben wir jetzt ein Kuriosum. Das ist diese Geschichte hier. Ich leg die mal eben ab. Ja, das ist, das habe ich zufällig eigentlich entdeckt beim Bauen. Du kannst komplett zubauen. Wir machen das jetzt hier auch mal, und zwar an dieser Stelle. Und dann kannst du alles Mögliche wegnehmen. Aber den kannst du nicht wegnehmen. Hier, es geht nicht. Ich schätze aber mal, wenn ich Querverbindungen mache, kann ich den am Ende auch noch wegnehmen. Und dann hast du so eine offene Geschichte hier. Wir müssen einfach mal sehen, ob das funktioniert. Aber du musst erst immer alles bauen. Ich habe mich übrigens auch für anderthalb hohe Wände entschlossen. Also hier ist ja ein halber nochmal, ein halber Pfosten. Weil ich das ganz nett finde, insbesondere wenn man später hier den Kronleuchter oder so dranhängen möchte. Ich finde die Grundhöhe einfach zu niedrig. Deswegen hatte ich mich für die halbe Höhe entschlossen. Hier geht's runter. Im Moment noch keine Treppe. Ich habe leider hier auch mein Lager zu nah dran gebaut, sodass ich auch hier keine Treppe bauen konnte. Und unten habe ich auch alles auf Pfosten gebaut. Und zwar, damit ich hier die Felswände überbrücken konnte. Die unterschiedlichen Ebenen hier unten halt überbrücken konnte. Hier zum Beispiel, kann ich den wegnehmen? Ja. Also es ist auch nicht nötig, unten hier so viele Pfosten zu haben. Teilweise hängen die hier in der Luft. Das liegt aber einfach am System. So. Und dann nehme ich einfach mal welche hier raus. Kelvin, kannst du natürlich auch immer schön die Aufgabe nehmen, Holz zu besorgen. Teilweise rennt er kilometerweit. Also da hinten hat er jetzt wieder welche abgehauen. Also manchmal rennt er sehr weit, um Holz zu besorgen. Warum auch immer. Also erstmal hier ganz normal schließen die Geschichte. Kann ich die auch nehmen? Die hatten nur die Mitte begrenzt und da habe ich hier die beiden Feuer reingesetzt. Dann einmal hier die halben. Da kann ich hochnehmen. Moment. Einmal den hier abbauen. Und hier hinsetzen. Als Aufgang.
kannst hier auch noch hochspringen und die draufsetzen, das geht auch. Na. Ja, das ist alles noch so ein bisschen. Normalerweise baue ich mir auch ein Gerüst. Habe ich jetzt hier noch nicht gemacht. Rein aus Bequemlichkeit mache ich das eigentlich. So, da ist schon einer drauf. Kelvin, wo turnst du rum? Okay, ich muss essen und trinken. Einmal kurz was einwerfen. Ich habe hier im individuellen Modus auch eingestellt, dass ich keinen Schaden erleide durch Essen und Trinken. Also wenn ich nicht esse und trinke, erleide ich keinen Schaden. Aber trotzdem läuft die Anzeige halt ab. Und deswegen mache ich es zwischendurch doch. So. Okay, soweit so gut. Jetzt müssen da oben drauf nochmal komplett einzelne. Um eben hier auf die anderthalbfache Deckenhöhe zu kommen. Kelvin, du kannst gleich mal mitkommen. Um wieder Baumstämme zu fällen, parallel. So, einfach hier oben drauf. Kelvin, folge mir einmal bitte. Sieht schon cool aus mit seiner Lederjacke und Sonnenbrille. Du findest halt im Laufe des Spiels, wenn du möglichst alles aufdeckst, alle möglichen Klamotten. Ach ja, das ist auch natürlich ein Problem, ne? Kelvin geht hier nicht runter. Der rennt jetzt komplett außen rum, leider. Da läuft er schon. Ist also relativ schnell jetzt hier die Treppen vom Haus runtergelaufen. Da unten drunter siehst du, da steht noch so ein Restgerüst. Achso, und hier habe ich natürlich eine Hängebrücke gebaut und ich hatte einen Damm gebaut, denn weil ja der große Wasserfall da drüben ist und wir hier alles Mögliche eben an Holz auch teilweise im See hatten, ist immer alles runtergetrieben. Durch den Damm geht es eben nicht runter. Die Hängebrücke hat den Turm hier in der Mitte noch, weil das Seil nicht reichte von rechts bis nach links komplett. Ja, deswegen jetzt hier eine kleine Hängebrücke mit zwei Treppen nochmal. Komm mal her. Kommen Sie näher. Geht das hier jetzt schon? Und zwar bitte hole Stämme und Behälter füllen. Okay, dann hau rein. So. Bäume wachsen auch nach. Allerdings nicht alle. Ich baue ja hier schon wesentlich länger dran. Und wie gesagt, wir haben einiges schon abgeholzt. Und es ist so, dass die nachwachsen. Ich weiß nicht genau zu wie viel Prozent. Ich schätze aber, dass es ungefähr so 10% sind oder so, wie das Ganze nachwächst. Also grob geschätzt. Und ja, jetzt fällt da im Moment die Bäume in der Nähe. Okay. Und es wachsen auch nur die nach, wo du die Baumstümpfe stehen lässt. Die anderen wachsen nicht nach. So. Jetzt hier oben wieder ein bisschen balancieren. Und den noch. Okay, den können wir schon mal in eine Ecke setzen. Ne, können wir nicht, weil das muss ich ja ganz oben machen. Genau, bring mal ran hier. Das ist eigentlich eine super Sache, ne? Er räumt hier alles schön rein. Im Prinzip reicht das auch, wenn ich später oben bin, in der nächsten Ebene oder im Dachgeschoss sozusagen, dann baue ich mir da auch noch andere Sachen hin und andere Möglichkeiten. Zeige ich dir dann in einem der nächsten Bauvideos. So, jetzt einfach die Geschichte hier nach oben. Dann kannst du, glaube ich, die auch schon rausnehmen. Ja. Und damit arbeiten. Jetzt können wir den hier oben reinsetzen. Das Schöne ist bei anderthalb, du musst auch nicht springen. Du kannst es noch so reinsetzen einfach. So, jetzt müsste ich den schon rausnehmen können. Und den auch. So kannst du natürlich auch immer mit dem vorhandenen Material erstmal weiterbauen, ne? Und brauchst nicht ständig neue.
So, den nehmen wir auch mal weg und packen den hier schon mal rein. Jetzt können wir den rausnehmen. Und bauen da die Seite ein. Es ist auch immer ein bisschen tricky, was du wann wegnehmen kannst. Du brauchst halt schon ziemlich viele Spitzgeschichten zwischendurch immer. Jetzt müsste ich den wegnehmen können. Jetzt als nächstes den. Und den. Okay, den kann ich jetzt nicht wegnehmen. Weil der womit jetzt verbunden ist. Ich muss die... Ach so, genau. Das war Trick 17. Einen da reinsetzen erstmal. Und... Na? So. Den einmal teilen. Einen hier reinsetzen in der Mitte. Wie er die so hochschmeißt, ne? Finde ich auch ziemlich cool. Jetzt können wir den rausnehmen. Und den. Und den. Und den nicht. Jetzt muss ich eben überlegen. Das Problem hatte ich vorhin auch. Ich müsste ihn aber rausnehmen können. Ah, Moment. Da musst du, glaube ich, genau, du musst im Prinzip so Hilfskonstruktionen bauen. Dann kannst du es erst wegnehmen. Dem fehlt jetzt, der steht jetzt hier im Prinzip frei und ist durch nichts anderes gestützt. Und deswegen musst du das, glaube ich, so machen. Und jetzt kann ich den wegnehmen, ne? Nee, auch nicht. Okay. Okay, da muss ich jetzt ein bisschen rätseln. Tatsächlich, obwohl ich hatte das gleiche Problem auch. Du siehst ja, ich habe hier einfach komplett alles weggenommen. Aber ich weiß gerade nicht mehr, in welcher Reihenfolge. Ich überlege mal kurz, musst du ja jetzt nicht dabei sein und dann hole ich dich gleich wieder rein. So, ich habe jetzt eine Hilfskonstruktion gebaut. Die wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen, sondern es reichte auch schon, hier nur einen schrägen Pfosten zu setzen. Ich habe aber trotzdem die Hilfskonstruktion hier gebaut, weil ich sowieso rüber wollte, um hinterher auch die Dachkonstruktion aufsetzen zu können. Hier habe ich nochmal einen Pfeiler drunter gesetzt jetzt und habe einmal gespeichert und geschlafen. Und jetzt kannst du die beiden hier rausnehmen. Das ist aber auch interessant. Vorhin habe ich erst den hier rausgenommen. Das funktionierte. Dann habe ich versucht, den rauszunehmen. Es ging aber nicht. Es ging nicht. Es wurde ein rotes Kreuz angezeigt. Warum auch immer, denn jetzt kann ich ihn rausnehmen. Also beim ersten Versuch habe ich den linken schrägen rausgenommen, wollte dann auch den rechten rausnehmen, das ging nicht. Und erst beim zweiten Versuch konnte ich beide rausnehmen. Warum auch immer. So. Jetzt ist die Frage, wie viel kann ich von der mittleren Konstruktion abbauen? Der hier hinten stand ja komplett frei. Ich nehme erstmal den weg, geht nicht. Ich kann wieder nur den oberen wegnehmen. Dann den hier geht auch nicht. Den kann ich wegnehmen. Also es ist tatsächlich noch ein Rumprobieren. Und es ist schon relativ komplex von den Strukturen her. Und es scheint auch nicht immer alles gleich gut zu funktionieren. Kann ich den auch wegnehmen? Nein, natürlich nicht. Ich schätze, ich muss den mittleren wegnehmen. Den nimmt er jetzt aber nicht. Doch, jetzt nimmt er ihn. Ne? Also es ist auch so ein bisschen so ein Glücksspiel. Vorhin hat er erst wieder den oberen Balken weggenommen. Jetzt müsste ich einen von den beiden wegnehmen können. Ne. Das heißt, wahrscheinlich den hier. Geht nicht. Erst nimmt er wieder den oberen weg. Jetzt nimmt er den weg. Also es ist immer so ein bisschen rumprobieren. Ne? So. Und da jetzt ja die Konstruktion übrig ist, kann jetzt sein, dass ich den natürlich nicht wegnehmen kann, weil hier keine Stütze mehr ist.
Also, man muss halt immer so ein bisschen hin und her bauen. Setze ich den erstmal wieder hier rein, wenn es denn geht. Jetzt kann ich den wieder nicht wegnehmen. Okay, jetzt habe ich im Prinzip das gleiche Problem wie vorher. Ich kann den nicht wegnehmen. Wenn ich jetzt hier aber eine Stütze hinbaue, müsste es gehen. So war es vorhin jedenfalls. Ja, genau. So. Jetzt habe ich die Geschichte und zwar ohne irgendwelche Verstärkung. Das finde ich schon ziemlich nice. Wirklich Platz. Aber jetzt kann ich die Stütze hier nicht wegnehmen. Ne? Weil er den Mittelpfeiler hier stützt und damit das ganze Konstrukt. Das ist aber nicht so tragisch. Ich baue jetzt einfach weiter und setze dann den nächsten hier hinten an. Hier quasi. Denn zwei können ja frei bleiben dazwischen. So wie du es hier siehst. Ich werde natürlich sowieso oben drüber noch was bauen müssen, um das Dach irgendwie konstruieren zu können. Aber du kannst im Prinzip immer drei freilassen. Ne? Eins, zwei, drei Pfosten, dann eine Stütze, dann wieder drei Pfosten. Du kannst auch vier Pfosten freilassen. Das funktioniert tatsächlich auch. Aber mein Haus ist ja eins breiter, sodass ich diesen Mittelpfosten brauchte. Weil es sind nämlich hier fünf Querbalken und nicht vier. Deswegen brauche ich den Mittelpfosten an der Stelle. Genau. Aber so können wir natürlich relativ schöne, hohe Decken bauen. Und ob ich noch hier noch eins höher gehe, weiß ich nicht. Weil ich habe ja zum Einrichten hier unten extrem viele Möglichkeiten. Ne? Man kann natürlich auch den Raum trennen. Zum Beispiel hier mit denen. Oder man muss nicht immer eine komplette Wand machen. Du kannst ja auch die hier dazwischen setzen. Dann setzt er die genau in die Mitte. Wenn man jetzt so einen Raumtrenner will oder wie auch immer, ne? Oder nur so ein mit zwei übereinander. Also du hast schon ziemlich viele Möglichkeiten hier beim Bausystem. Das auf jeden Fall. So schaut's aus. Ich fand diese Konstruktion wirklich genial, dass man so offen bauen kann. Den kann ich jetzt wahrscheinlich nicht wegnehmen, ne? Das wäre jetzt noch eine Frage. Doch. Aber das ist jetzt natürlich crazy. Und den jetzt? Nee. Also das ist natürlich ein bisschen crazy. Schade. Er sieht den jetzt als Pfosten an. Ich denke, das ist halt noch ein Bug, ne? Er sieht auch blöd aus. Obwohl, wenn ich hier jetzt noch eine Verbindung setze, dann kann ich den vielleicht wegnehmen. Wenn ich eine durchgehende Verbindung habe, komplett. Oh. Zweiter Versuch. Er wackelt, aber er nimmt den oberen weg. Nochmal. Nee. Er nimmt den nicht weg. Und andersrum jetzt? Also du merkst schon, es ist immer ein Dazulernen jetzt. Nee. Den nimmt er nicht weg. Noch mal was testen. Ne. Und noch mal in die andere Richtung. Und jetzt ein letzter Versuch. Schade. Den nimmt er nicht weg. Ja, schade. Vielleicht gibt es dafür noch eine Lösung. Im Moment scheinbar nicht. Aber ich bleibe am Ball auf jeden Fall. Und dann wollte ich dir noch kurz zeigen, hier hinten habe ich so ein bisschen Lagerbereich. Hier könnte man, ich weiß ja nicht, ob es später noch Kochgeschirr, eine Küche gibt oder ähnliche Sachen.
Auf jeden Fall hier unten habe ich so ein bisschen meinen Lagerbereich. Die hängen hier schon ziemlich lange. Ich weiß allerdings nicht, die tropfen auch, also die bluten auch aus. Aber es ist noch nichts getrocknet. Das heißt, ich weiß nicht, ob die ein Dach oben drüber haben dürfen. Ja, die kann ich so auch nicht rausnehmen. Ich bin mir nicht sicher. Wir behalten das mal im Auge. Die werden auch nicht schlecht, aber die trocknen auch nicht wirklich. Moin, Kelvin. Alles erledigt? Super. Dann mach Pause. Eigentlich müsste es gehen. Obwohl, es sind hier 4 Balken. 1, 2, 3, 4. Nicht 3. Na, ich werde es austüfteln. Irgendwie geht das Ding noch weg. Kann ich jetzt den hier wegnehmen, weil ich das hier durch die Schräge abgestützt habe? Nee, auch nicht. Erst wenn der nächste wieder gesetzt ist, wahrscheinlich. Okay. Dann kurz das Ganze da noch eben machen. Fängst du jetzt eigentlich wieder an, obwohl ich gesagt habe, mach Pause? Nee, ne? Nee. Chill mal. Wieso chillst du am Bett, wenn hier 2 Lagerfeuer stehen? Keine Ahnung. So. Verbinden muss ich es ja sowieso erst. Das geht leider nicht, ne? Also da wäre mir auch sehr lieb, wenn das gehen würde. Ich meine, es geht natürlich auch durch einen Sprung, ist klar, aber irgendwie ist das ein bisschen wenig elegant. Geht das jetzt hier eigentlich auch schon? Ja. Na, es geht, aber es ist ein bisschen mühsam. Es wäre schon schöner, wenn man von unten bauen könnte. Denn wenn du das Dach baust, dann kannst du nach oben bauen. Dann ist die Range viel größer und kannst auch unten stehen und nach oben bauen. Das wäre viel besser, wenn man es hier auch... Das würde ja gehen zum Beispiel, ne? Ich kann da ja eine Querverbindung setzen. 1,5 Stockwerke hoch. Aber den hier, den kleinen, kann ich nicht draufsetzen. Also das ist also noch ein bisschen inkonsequent sozusagen. Nein. Und das ist auch noch so ein bisschen. Man muss halt relativ suchen noch, finde ich. Habe ich unten jetzt irgendwas kaputt gehauen, ne? So. Das geht ja noch gar nicht. Genau, du kannst übrigens nie den zweiten oder den kleinen einfach hier oben draufsetzen. Du brauchst erst immer eine Querverbindung, dann geht's. Jetzt kann man den draufsetzen. Ja. Genau so. Kelvin, geht das auch von hier aus? Oh, sorry. Wer ist denn da gerade rumgelaufen? Hier darf ja eigentlich keiner rumlaufen. Behälter füllen, geht auch von hier aus, sehr schön. Also ist scheinbar egal, wo der Behälter steht. Hast du auch die Schritte gehört? Hier, unsere Lady in Red, ist sie irgendwo? Ich habe sie nämlich gar nicht gesehen bis jetzt, was mich sehr gewundert hat. Madame? Das will ich ja jetzt mal eben wissen. Ich stecke hier die Axt mal weg. Nochmal essen und trinken. Aber du siehst, eigentlich ist es nicht nötig. Es blinkt schon die ganze Zeit. Ich achte da auch gar nicht drauf. Weil ich hier konzentriert baue eigentlich.
Aber ich habe Schritte gehört, ne? Als ich hier Kelvin die Anweisung geben wollte. Mädel, bist du hier irgendwo? Egal. Bisschen crazy. Kelvin, wo läufst du jetzt hin? Der ist da hinten gerade. Was macht der denn jetzt? Kann ich jetzt eigentlich auch das Fernglas nehmen? Er soll ja Baumstämme holen, ne? Er hat getrunken wahrscheinlich. Das Fernglas ist schon cool, aber man kann, glaube ich, nicht zoomen. Jedenfalls nicht mit dem Mausrad, mit der rechten Maustaste auch nicht. Und ich habe auch bis jetzt keine andere Taste gefunden. Junge, du legst immer hier so riesige... Und jetzt? Entfernung zurück, wollte ich sagen. Kelvin, fülle den Behälter. Tja. Okay. Kelvin ohne Kopf und Beine. Er rennt wieder, wer weiß wohin. Kelvin, da stehen überall Bäume. Ah, jetzt kommt er. Fernglas radiert Kopf und Beine aus, offensichtlich. So. Na gut, mach mal. Irgendwo wirst du schon hier wieder was machen. So. Den und den und den. Okay, soweit so gut. Das wird die nächste Stütze. Da hinten in der Ecke muss noch einer drauf. Das soll es für dieses Video auch gewesen sein. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Like freuen und noch mehr über ein Abo mit aktivierter Glocke. Na komm. Und dann sehen wir uns bald wieder. Es wird auf jeden Fall hier weitergehen und es wird noch... Ich habe noch ein paar gute Ideen, die ich jetzt natürlich nicht alle im ersten Video verraten möchte. Vor allen Dingen diese Konstruktion hier. Je offener, desto besser. Mal schauen, was wir da noch alles erreichen können, auch mit den nächsten Patches. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wo fällt Kelvin jetzt einen Baum? Wieso rennt er jetzt da rum? Kelvin, kann es sein, dass du die Behälter nicht findest? Junge. Naja, wie dem auch sei, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.